Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenhaul, nein, generell Sammelhaul von mir. Wenn ihr wissen wollt, was ich so gekauft habe in den letzten Tagen, Wochen, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, zuallererst habe ich hier so ein paar Klamotten geshoppt, ja. Wenn ihr mein ja, Video gesehen habt, was so in meinem Leben gerade passiert. Ich kann euch das Video gerne mal verlinken. Dann werdet ihr hier nicht überrascht sein, dass ich diesbezüglich ein wenig geshoppt habe. Und zwar habe ich nämlich vor, wenn das mit meinen Brüsten aufhören sollte nach der Schwangerschaft, habe ich vor zu stillen. Und da habe ich mir halt ein Stillkleid gekauft. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Ende des Sommers dann nächstes Jahr tragen kann. Weil ich denke mal, wenn das Baby dann April, Mai rumkommt oder März, April würde ich eher sagen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu warm werden. Aber gut, es ist ein Stillkleid, ne? Man kann es hier auch, ne? Und dann hat man die Moppis draußen. Das habe ich mir einfach mal bestellt. Ja, kann man, man weiß. Was ist das denn? Eine Spinne. So, die Babysachen, die waren halt. Habe ich halt dazu, ne? So, dann habe ich. Ich weiß nicht, warum habe ich das getan? Ich habe echt dicke Klamotten. Ja, gut, aber wenn das halt wirklich. Aber das. Ja, klar. Ja, jetzt weiß ich, das ist ja ein Stillkleid. Lala. Aber das hier, ich werde ja im Winter, werde ich ja schwanger sein, ne? Also, bin ja jetzt schon. Aber ich habe mir halt einen Strickpullover bestellt, gekauft. Also ein Kleiderkreisel übrigens, beziehungsweise Vinted. Das ist so ein Zopfmuster. Da ist so eine Art Kordel dran, ne? Und natürlich vorne länger als hinten. Ja, damit ich halt ein paar Klamotten habe. Natürlich könnte ich mir auch einfach größere Klamotten bestellen, aber ich hatte einfach Bock auf ein paar Mami-Sachen, ne? Dasselbe gilt für ein gestreiftes T-Shirt. Ich stehe total auf schwangere, was heißt, ich stehe nicht auf schwangere Frauen, aber ich finde es schön, wenn schwangere Frauen Streifen anziehen. Ich stehe ja eh auf Streifen, deswegen habe ich mir noch ein T-Shirt in Mami geholt. Ich habe meine erste Schwangerschaftsjeans, wie nennt man das? Umstandshose, ne? Ja, ist aber allerdings Bootcut, beziehungsweise ein bisschen Schlag sieht das eher danach aus, weil ich merke einfach, dass mir meine Hosen jetzt schon knopfmäßig echt drücken. Deswegen ist es gar nicht schlecht, mir solche Hosen. Da sind auch noch welche unterwegs. Dann, da habe ich gedacht, so, das soll ein Schwangerschaftsoberteil sein, aber ja, gut, da hinten ist so eine Art Gummi dran und das ist wohl auch von H&M. Ist halt ein Blüschen mit Punkten, finde ich auch ganz niedlich. Dann ist das hier, ja, muss wohl, das habe ich auch bestellt wahrscheinlich. Ach ja, genau, das ist auch von H&M Mama, das ist halt so ein Strickpullover, wie so eine Art Babydoll gemacht. Ja. Dann nochmal ein Pünktchen-T-Shirt. Nur mit so kleinen Ärmelchen. T-Shirts gehen doch immer. Und ich habe, ich glaube, das ist auch, ist das hier das schöne T-Shirt? Ne, das ist auch ein normales, auch wieder ein gestreiftes T-Shirt, aber das ist so doppellagig irgendwie. Ich weiß nicht, ist das ein Still? Ach, das ist auch ein Still-T-Shirt. Okay, jetzt weiß ich's. Weil hier drunter, das kann man dann runterziehen und das andere hoch. Das ist auch ein Still-T-Shirt. Und ja, das hier ist auch noch eins. Das finde ich eigentlich, weil das so recht schön groß ist, noch mit am schönsten. Ja, ist auch schön abgesetzt, sodass der Bauch dann wahrscheinlich schön zur Geltung kommt. Und noch so eine, ja, so eine Tunika-Bluse, so in Jeans. Ja, und da halt, da bei einer Dame, die hatte dann halt auch so ein paar Babyklamotten. Und da wir natürlich noch nicht wissen, was es wird, aber die Sachen wirklich günstig waren, und das sind nur drei, ne, habe ich die auch noch bestellt, also gekauft. Das hier ist natürlich voll Mädchen. Ne, das wäre jetzt Größe 62. Wenn ich bedenke, 62 ist ja schon recht groß. Es gibt ja ab 50 oder so, ne? Ich muss mich da voll mal mit beschäftigen. Aber das sieht schon so klein aus. Ja, auf jeden Fall ist das so ein kleiner Sommerstrampler, sage ich jetzt mal, so ein Schlafanzüglein. Sehr niedlich, aber das ist natürlich sehr Mädchen, ne?
Aber das hier fand ich süß. Das kann man ja natürlich für Jungs und Mädchen anziehen. Das ist so eine also zwei Giraffen, eine Baby-Giraffe und eine Mama-Giraffe. Und dann steht da I love my mommy drauf. Kann man hier unten zwischen den Beinen natürlich aufmachen. Und guck mal, die Füßchen sind ja niedlich, oder? Ja, und auf dem Body selber sind dann auch noch mal kleine Giraffen drauf. Ja. Okay. So, und dann, das hier habe ich noch umsonst dazu bekommen. Mega lieb. Und zwar ist es eine Wende-Sweater. Guckt euch, wie süß, ey. Ja, auf jeden Fall kann man das halt so, ne? Und dann die Tasche finde ich auch süß. Guck mal, wie man die wendet. Dann hat man hier so ein kleines Täschchen. Aber ultra niedlich, ne? Also Junge so rum und Mädchen so rum. Keine Ahnung, ich finde das einfach mega niedlich. So. Ja, so viel zum Thema. Und dann war ich bei DM und ich war bei Rossmann. Gestern, war das gestern? Also heute, boah, Entschuldigung, war kein Erdbeben. Gestern war ich bei Rossmann und heute bei DM. Ja, fangen wir an mit Rossmann. Also es ist nicht wirklich jetzt, wer denkt, ich habe jetzt hier, wer weiß was an Deko-Kosmetik oder so. Nein, nein. Ich habe einfach das gekauft, was es nochmal, ich muss mir das mal eben hochstellen. Die Klamotten hier hoch. Ja, ich hab mir hier ein schönes Reich gemacht, ne? Aber das erzähle ich ja alles in einem anderen Video. Guck mal hier, das ist noch die Tüte von New York. Magnolia Bakery hier. Ich habe auf jeden Fall zweimal die Facel Intim Wash Lotion geholt. Wieder Aloe Vera und sensitiv. Ich mag die, deswegen habe ich die wieder zweimal geholt. Dann für meinen Mann habe ich wieder Algemarin. Der geht mir so auf den Keks mit seinem Algemarin. Der meint immer so, ich habe mein Algemarin ist leer. Aber es riecht halt auch nur mal verdammt frisch. Ich mag das auch. So, dann habe ich mir, weil ich habe extrem Probleme mit meinen Brustwarzen und Höfen. Die sind wund und entzündet. Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, hol dir schon einfach Brustwarzensalbe mit Lanolin und Jojobaöl. Habe ich bisher dreimal verwendet. Also richtig geholfen hat es mir nicht. Ich habe da jetzt Kohlblätter in meinem BH drin. Furchtbar. Ja, ohne Parfüm, Farbstoffe und so weiter. Ja, mal weiter einfach testen. Dann habe ich mir von Red Band, oh, ich liebe diese Schuhe, habe ich mir Schuhe gekauft. Ja, Frauen und ihre Schuhe, ne? Dann von Hitchler, heißt das doch, ne? Mit Bubblegum-Geschmack, diese Kaubonbons, finde ich super mega lecker, diese Dinge. Und jetzt kommt nur noch feuchtes Toilettenpapier und das war's von Rossmann. Da gab es, ich glaube, die kosten 2,99 die Dreierpacks und normalerweise kostet 1,45. Und dann dachte ich mir, komm, dann lohnt sich das doch voll. Ja, da habe ich mir einmal im Dreierpack die Sensitiv-Variante geholt. Wobei ich in letzter Zeit echt Probleme mit dem Stuhlgang habe, ne? Aber einmal die Woche ist Luxus. Und einmal mit dem Shea-Butterduft. Nicht, dass das irgendwie man riechen würde. Also ich kann ja mal meinen Mann fragen, hier Schatz, schnupper mal, riecht man das? Keine Ahnung, ne? So, und dann, wie gesagt, habe ich hier noch DM. Und Kassenbon. Achso, das hier ist übrigens von Lidl, weil mit der Lidl-App hat man das hier umsonst bekommen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Mal riechen. Ja, riecht nicht ganz krass nach Olive. Ist in Ordnung. So, eigentlich ist das so ein... Oh, hier ist noch ein Brief. Ist das eher so ein... Und hier ist mein Getränk. Ich muss viel mehr trinken. Ich trinke kurz, ja. Ich habe hier so ein Iso-Drink. Viel zu teures. Eine Frauenärztin hat eben gesagt, ich muss ganz viel trinken. So, ja, auf jeden Fall sehr viel Haushalt. Ja, ich habe einmal von Denk mit diesen Küchenreiniger. Ich fand irgendwie... da war natürlich Verpackungsopfer. Das sieht sehr, sehr naturell aus, ne? Muss man ja sagen. Und das hat 99 Cent gekostet. Mit dem blauen Engel. Meine Güte, den blauen Engel habe ich schon ewig nicht gesehen. Ja, dachte ich mir, komm, nimm mit.
Dann habe ich wieder diese WC-Steine, da habe ich letztens aufgebraucht. Sind die, da habe ich 2 Stück von mitgenommen. Was kosten die eigentlich? Ich habe viele Dinge mitgenommen. WC-Blauspüler heißen die. 1,45 kostet eins und da sind dann halt immer, eins ist da drin und 2 Ersatz. Also 3-mal kann man dann locker einen Monat blaues Wasser genießen. Dann habe ich Gefrierbeutel von Profissimo mitgenommen. Da sind 10 Stück drin, jeweils 3 Liter mit diesem Schnellzipperverschluss. Da habe ich, glaube ich, 2-mal, genau. Ich habe mir 2 Stück davon mitgenommen. Was kosten die? Ich glaube auch 1,45. Genau, auch 1,45. Haben wir immer auf Vorrat sowas. Ja, gerne auch auf Vorrat. Die hatten jetzt nur den Wassermelonenduft. Ja, feuchte Allzwecktücher. Ob am Schminktisch oder sonst wo. Ich glaube, die kosten 1,25, wenn ich mich nicht irre. Genau. Dann habe ich fürs Klo dieses frische Siegel. Ich weiß, eigentlich ist das... Ja, dieses... Dann kann man nicht richtig mit der Klobürste und so. Aber wenn ich das schön oben am Rand mache, müsste das ja wenigstens für den Duft sein. Ne? Freundin von mir hat das halt auch. Und dann, das duftet tatsächlich immer schön bei ihr. Und deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich auch nochmal mit. Was kostet denn diese WC-Ente hier? 2,95 ist nicht ganz günstig, ne? Aber man macht dann halt dieses Köpfchen ab. Und wie war das nochmal? Man muss dann einfach so irgendwie drücken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie geht das? Den Gelbehälter in das blaue Ding schieben. Aber ist auch schon drin. Bis der Druckknopf mit einem Klick im ersten Loch einrastet. Muss ich da noch irgendwas zu kaufen? Ich denke, da kommt doch noch irgendwas rein. Och Mann, das ist nur der Nachfüller. Tatsächlich. Och Mann. Okay, dann muss ich mir das Ding auch nochmal irgendwann holen. Weil ich brauche dieses Ding, was man hier hinten reinschiebt. Weil dann kann man immer so einen Stempel da reinmachen. Okay. Manjo. Okay. So, dann habe ich wieder was fürs Klo. Ich fand die hübsch. Ob die was bringen, keine Ahnung. Chlorspüler von denken, das sind immer 2 Stück drin. Und irgendwie fand ich die hübsch. Keine Ahnung, was mich da wieder mal geritten hat. Ist ja nicht so, als hätte ich keine anderen mehr. Die kosteten 1,25. Also ist in Ordnung, weil wenn ich dann halt jeweils eins ins Klo hänge, mal gucken, ne? Das ist wohl mit Chlor. Multiaktiv, okay. So, dann habe ich das noch geholt mit Rose und Litschi-Duft. Vor dem Spülen ist es Rosenduft und nach dem Spülen ist es Litschi-Duft. Ja, ich werde berichten. Dann habe ich nochmal Spülmittel gekauft. Ich glaube, das kostet 1,45, ne? Genau, ist Antifett, Power und mineralische Perlen mit Granatapfel und Orangenblüte. Nicht wegen dem Duft gekauft, sondern wegen der Optik. Oh, okay, sehr süß. Aber mit der Maske konnte ich da ja eh nichts riechen. Und dann haben wir noch Nexalotte, weil ich habe das ja immer schon gekauft, ne? Und hier ist hoffentlich beides drin, ja. Weil das kostet auch 7,95. Das ist ganz schön teuer. Aber das hilft tatsächlich. Das ist dieser Stecker und der ist bei uns halt schon ordentlich versifft. Deswegen habe ich einen neuen geholt. So, und da ist dann halt immer so ein Dingenskirchen. Da drückt man dann da rein und dann macht da den Schalter an. Und dann, das hört man nicht oder sowas. Das verströmt halt irgendwas im Raum, dass das gegen fliegende Insekten wie Motten, Mücken und Fliegen ist. Auch gegen Tigermücken. Wirkt, wenn man es nicht ausmacht, 45, nee, Quatsch, ich glaube so einen ganzen Monat und ich denke mal, wenn man das halt, nö, wirkt 45 Nächte. Muss ja dann, weil wenn man es ausstellt, warum sollte es dann noch wirken? Weil ich weiß noch, dass ich immer um die, jeden Monat circa, habe ich tatsächlich ein neues Fläschchen reingemacht, weil wir mal eine Zeit lang echt viele Fliegen hatten und Motten. Und das hat das dann wirklich, hat das geholfen. Und da wir ja jetzt hier unterm Dach schlafen, ne, fliegen abends tatsächlich mal so eine Fliege an die Decke, ne, und da kriege ich die Krise dran. Und dann dachte ich mir, hier, dann fallen die vielleicht blub einfach runter.
So, kostet aber allerdings 7,95, aber nur weil der Stecker dabei ist. Sonst kosten die Nachfüller, kosten dann immer so 2,95, glaube ich. Die hole ich dann aber normalerweise bei Rossmann wegen 10% oder so. Aber ich war halt jetzt gerade mal bei Rossmann. Ja, und das war's. Das war mein Haul. Mein DM Rossmann Haul und ein bisschen Vintage. Ich habe hier ein Paket von der lieben Yvonne wieder zugeschickt bekommen. Ab und zu bekomme ich was von ihr. Und ich habe hier auch noch ein kleines Ü-Paket von der Jacqueline. Aber ich zeige euch erstmal das Hauptpaket, weil ich sag mal das von Jacqueline. Ich packe es an, also ich habe ihr schon gedankt und so weiter und ich glaube nicht, dass sie ein Video erwartet. Aber ich denke mal, ich zeige es trotzdem, was sie mir geschickt hat. So, ich brauche erstmal eine Schere. Ja. Mega cool, ich habe den Karton ausgepackt und es sind vier, quasi jetzt nicht, ich glaube, das sind keine Glossy Boxen. Ja, Look Fantastic sind das. Ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich schon dran gedacht, weil die Yvonne, die schickt mir immer Boxen zu und ich finde es großartig, weil diese Größe von den Boxen finde ich optimal und freue ich mich immer sehr drüber. Und jetzt gerade habe ich mich auch schon gefreut und habe die schon aufgemacht. Aber hier ist auch noch ein kleines Brieflein drin, was ich erstmal lesen möchte. Ja. Also ich denke immer, ich darf vorlesen. Und das finde ich immer witzig, wenn die sich bedanken, die Mädels, wenn die mir ihre aussortierten Sachen schicken dürfen. Ich freue mich natürlich total. Also das ist ein Wahnsinn. Okay. Ja, und wenn mir was nicht gefällt, soll ich es auf jeden Fall weiter wandern lassen. Zum Beispiel in diesem Trash-Wanderpaket, was heute nämlich auch kommt. Ist bestimmt Platz dafür, sagt sie. Ja, und jetzt wünscht sie mir viel Spaß beim Auspacken. Gucken wir uns doch mal an. Nehmen wir uns erstmal Box Nummer 1. So, da haben wir zum einen. Das kann ich ja. Oh. Das ist ja Plastik. Hier haben wir einmal von Avon. Sie ist übrigens Avon-Beraterin. Vielleicht kann sie ja mal in der Beschreibung, nicht in der Beschreibung, in den Kommentaren ihre Kontaktdaten schreiben, damit ihr vielleicht, wenn ihr Interesse an Avon-Produkten habt, dass ihr da vielleicht mal hin könnt. Aber ich weiß die Kontaktdaten gerade nicht. Aber vielleicht kann ich ja danach fragen. Ja, auf jeden Fall hat sie mir erstmal ein Duschgel geschickt davon. Romantic Garden. Und ich mag Avon-Produkte sehr, sehr gerne. Ja, und auch das riecht sehr schön nach Blumen und aquatisch. Ach, hier ist noch was von Avon. Ah, hier sind manche Sachen. Hier ist mit Jasmin und weißen Moschus ist auch eine Shower Cream. So Fliedermäßig ist die Optik hier. Oh, das ist aber... Ah, das riecht noch schöner. Das mag ich noch mehr. Dann von Avon. Aloha Monoi. Das ist eine Body Lotion. Mit Kokos, Frangipani Blüten. Zumindest ist da vorne sowas drauf. Dann riechen wir doch mal hier dran. Ja, das riecht mir tatsächlich ein bisschen zu kokosmäßig. Das werde ich weitergeben. Dann einen Duschschaum mit Zitrone und Buttermilch. Da haben wir wieder so ein Thema wie da vorne gerade, ne? Ich glaube, das wird nichts für mich sein. Aber wie du schon sagst, in dem Trash-Wander-Paket, da ist bestimmt Platz für sowas drin. Und ansonsten in anderen Trash-Paketen, ne? Auch von Avon. Planet Spa. Das ist ein Gesichtsreiniger mit so, ich glaube, das sind so Peeling-Körnchen drin. Finde ich super. Sowas finde ich mega. Freue ich mich drauf. Und dann haben wir hier noch, auch von Avon, von Eve Confidence, ist eine Body Lotion. Die werde ich weitergeben, weil ich diese Parfümierten nicht ganz so gut vertragen kann. Aber vielen Dank trotzdem. Dann haben wir Box Nummer 1 nämlich schon leer. Kommen wir zu Box Nummer 2. Ja, das habe ich schon ganz, ganz oft gehabt. Ich finde das auch gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Das ist dieser Dorten Paris Highlighter. Den kann man in zum Beispiel als Base benutzen, den kann man als drunter mischen oder halt auch oben drüber als Highlighter geben. Finde ich nicht schlecht. Vielleicht behalte ich den mal für Backup. Ja, dann haben wir hier ein Volume Booster Spray von Osis. Kann ich leider nicht verwenden, weil das ist nicht safe. Aber da freut sich bestimmt jemand anders drüber. Blowing Spray. Jetzt habe ich hier schon... Ich habe mir gerade die Fingernägel lackiert und da ist jetzt wieder eine Katsche drin. Naja, was bist du denn? Blowing Spray. Ich denke mal, dass es Haarspray ist. Also Haarspray ist generell nichts für die Curly Girlies hier. Dann
von Avon. Overnight Treatment with Lavendel für die Füße. Mega, finde ich gut, freue ich mich drauf. Ja, riecht schön. Das benutze ich. Dann haben wir hier nochmal von diesen Dorten Paris, haben wir hier einen Blush. Das kenne ich allerdings noch nicht. Oh, das ist sogar eine Farbe, die mir, glaube ich, gefallen könnte. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so meins. Verwende ich mal, benutze ich mal. Ich nehme mal ganz kurz ein Tüchlein raus. Ein eingetrocknetes, weil Verpackung kaputt gegangen ist. Ciao Bella, was haben wir denn hier? Aus der My Little Box. Ich weiß nicht, ich hole mal eben raus. Ach, das, was ist das? Ach so, das ist so für den Koffer. Kann man so dran machen. Wisst ihr? Ja, das werde ich mal in ein Paket legen, wenn ich was verschicke. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich was verkaufe oder so. Was haben wir denn hier? Exfoliate Liquid. Was ist das für All Skin Types? Ich glaube, das ist zum Selbstbräunen. Kann das sein? Ich denke. Guckt mal, ist das nicht irgendwie sowas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, das habe ich letztens irgendwann in dem Wandertrash-Päckchen gesehen. Kann das sein? Weiß ich gerade nicht. Dann einen Nagellack von Catrice. Ich habe wirklich viele Nagellacke, wie ihr wisst. Ne? Der wird weiter wandern. Das ist so ein Pink. The Pinky and the Brain heißt er wohl. So, dann Tanlux Self-Tan Serum. Okay, das finde ich interessant. Das wird behalten. Dann wieder Avon. Tinted Moisture mit 20% mit 20% Sonnenschutzfaktor. Wird verwendet, zumindest mal ausgetestet. Balance Me, aha, Glow Mask. Ja, ich denke mal Masken, ja, werde ich weitergeben. Dann, was bist du denn? Bourjois Intense, das ist ein Highlighter oder was bist du? Oder ein Blush? Das ist einfach nur Glitzer. Das werde ich auch weitergeben. Das kommt dahin. Multibalm for Dry Lips and Skin. Ja. Keine Ahnung. Das ist so. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal irgendwann bekommen. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Ja, den hier hatte ich schon mal. Den habe ich abgegeben. Das ist der Karl Lagerfeld Highlighter. Den gebe ich dann wieder ab. Dann, was bist du denn? We Love the Planet. Das ist ein Deo, ein veganes, in so einer Metalldose. Und ich komme mit leider mit dieser Art Deo gar nicht klar. Nee. Aber das riecht irgendwie. Esspapier? Irgendwas aus der Kindheit erinnert mich gerade tierisch daran. Riecht gar nicht schlecht. Ja. Gebe ich aber weiter. Weil, wie gesagt, ich kann damit nicht sowas anfangen mit dieser Art. Handreinigungsgel geht immer. Boxer, Gripal. Das kann ich definitiv gebrauchen. Guck mal, hier wieder Avon. Styling. Firm Hold Gel. Ich wette, das kann ich verwenden. Wo sind denn hier die Inhaltsstoffe? Hier unten. Das sind wenige Inhaltsstoffe. Ich glaube, das kann ich verwenden. Kann ich nachher mal nachgucken. Aber das sieht gut aus. Und irgendwie, das riecht auch angenehm. Das riecht ein bisschen wie die Produkte von Bad Head. Ja, das hier kann ich auch gebrauchen. Ne? Hier Oberflächendesinfektionsgedönse. Klar, geht immer. Sunlux von So Susan, ein kleiner Mini-Bronzer, den besitze ich schon. Und dann haben wir hier noch so eine kleine, so ein Tütchen, das schütte ich mir mal eben aus. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir einmal Lip Tint, aber neu, in einem Pink, das gebe ich aber weiter, ne? Weil Pink und so, mache ich nicht so, ne, wisst ihr. Dann, das sieht aus wie Kat Von D, ist auch Kat Von D, einen, das ist ein Liquid Lipstick. Den kann ich mal irgendwie weitergeben an jemand, der das ja nicht so schlimm findet. Benutzte Sachen und so. Ich mag das ja nicht. Ich bin da ja sehr empfindlich. Aber das ist so ein ganz kühles Lila. Da wird sich bestimmt einer meiner Mädels, die kein Problem damit haben, verwendete Lippenprodukte zu verwenden, drüber freuen. Jelly Pong Pong.
einen, ja, bräunlichen, das müsste aber Lippenstift sein, ne? Nö, Eyeliner und Shadow, okay. Ja, werde ich mal ausprobieren. Von Jelly Pong Pong. Sah jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie Lippenstift. Dann haben wir von, was bist du denn? Nude Sticks, Gel Color Lip und Cheek Balm. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr glossy Rot. Mal gucken, wenn ich das jetzt einzeln so hier auftrage und das dann verblende. Ja, das ist schon ein ordentlich Knallirot. Nee, das ist mir zu rot. Das tun wir doch weg. Ich mach mal eben wieder weg hier alles. So, dann von P2 Perfect Look ein Kajal in einem Lila. Den gebe ich weiter. Ich bin nicht so der Lila-Fanatiker, wie ihr so wisst. Dann die Marke. Das ist von Revlon, so ein Lippenstift. Davon hatte ich schon mal eine andere Farbe. Aber der hier scheint hier, das ist zwar ein Glossy, aber ich werde den trotzdem mal ausprobieren. Der sieht auf jeden Fall schön aus. Dann haben wir hier von Love Matte, weiß ich nicht was, Matte Devotion, einen, boah krass, einen total vampy lilanen, lila-roten Liquid Lipstick. Der ist mir allerdings auch too much und ich weiß jetzt nicht, ob der benutzt ist, deswegen tue ich den auf den Benutzt-Kettmann die Stapel hier hinten. So, dann haben wir hier zwei von Avon. Was seid ihr denn? Glitter Flix Stick. Sehen so aus. Sagen mir jetzt gerade nichts. Ah, das ist tatsächlich, ah, das ist schon sehr glittrig. Ne? Das ist wirklich glittrig. Einmal der und das ist der hier. Die sind wirklich sehr glitzer. Die gebe ich weiter. Die sind mir tatsächlich ein bisschen zu glitzer. Das sind, denke ich, Creme-Lidschatten oder sowas. Ich gucke nochmal eben. Steht nicht drauf, was wofür das genau ist. Gebe ich aber weiter. Dahin. Oh, Box Nummer 2 ist leer. Nehmen wir uns die dritte Box vor. Ja, die sind auf jeden Fall immer schön gut wirklich vollgepackt. Intensiv glättende Hals- und Dekolleté-Creme von Emma Sam. Werde ich benutzen. Dahin. Dann haben wir hier eine ordentliche Pulle von Garnier. Kaufe ich ja nicht mehr. Wenn ich es in Trash bekomme, benutze ich es definitiv. Ist in Ordnung. Weil generell mag ich tatsächlich von der Wirkung her die Garnier-Produkte, aber ich möchte die Firma halt mit meinem Geld nicht unterstützen. Straffende Feuchtigkeitslotion und die hatte ich ganz früher mal. Ich mag den Duft gerne. Werde ich aufbrauchen. Das hatte ich auch schon mal, habe ich aber weitergegeben. Wird auch in diesem Fall so sein. Mary Lou. Gelcreme. Wofür bist du denn? Ich denke mal ganz normale Gel. Nö. Dann, das sieht ja aber cool aus. LA Splash Cosmetic. Das ist ein Eyeliner. Guck mal, sieht aber schick aus. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Lady Gaga Kollektion. Leider ist der Pinsel vorne ein bisschen, wahrscheinlich vom Reinstecken oder sowas. Hat der, guck mal, ist der so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Da könnt ihr das erkennen. Da muss man, denke ich, mit einem anderen Pinsel reingehen, um das vernünftig aufzunehmen. Mit dem hier wird das nicht. Oder man muss den einfach nur als Glitzer, Topper, Lidschatten benutzen. Ja, sowas um den Dreh. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Eine Reinigungsmaske After Work. Für nach der Arbeit. So. Dann haben wir hier so ein paar Proben. Kneipp. Peel Off von März. Das da, keine Ahnung, kenne ich nicht. Hello Sunshine ist wieder eine Dusche. Und Anti-Pickel-Maske von Shavens. Die Proben tue ich mal einfach so, wenn ich was verkaufe, lege ich sowas immer sehr gerne mit ins Kartönchen oder in den Umschlag rein. So, Avon Liquid Chrome Eyeliner. In einem Blau. Gucken wir uns auch mal an. So ein Dip-Eyeliner mag ich eigentlich immer. Oh, und die Farbe ist auch wirklich sehr schön. Ja, den probiere ich mal aus. Der sieht auch schön aus. Ja, dann haben wir, oh, der ist aber schön. Sunstyle Polish von P2. Ich weiß, dass die Sunstyles, die sind ja echt krass so vom
ablackieren, aber der sieht geil aus. Guckt euch den mal an. Ich muss mal ganz kurz auf diesem Blatt hier drauf pinseln, aber das ist ja schön. Vielleicht wie die Fußnägel, dann halten die wenigstens, ne? Aber das braucht Ewigkeiten, bis die abgehen. Oh, der ist schön. Kann man da überhaupt was sehen? Ne, ihr könnt wahrscheinlich nicht sehen, aber der ist wirklich toll. Better Skin Enzymserum von Emma Sam. Ist das die Originalgröße? Weil das ist eingeschweißt und so. Oder ist das mit 10 Millilitern einfach? Ne, ich denke mal, das ist die Originalgröße, ne? Enzympeeling, Enzymserum. Hm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin dabei. Enzym bin ich mal vorsichtig. Dann haben wir hier von Avon Premier Deluxe. Das kommt mir gerade aber unbekannt vor. Guck mal hier, was ich hab. Das ist das Parfum. Das habe ich schon. Deswegen kann ich ja mal verlosen oder so, ne? Ja. Das kann ich mal verlosen. Jetzt stellen wir mal dahin. Was haben wir denn hier? Was ist das? Was ist das alles? Ach, das sind diese komischen Dinger wieder, ne? Ja, die kein Schwein braucht. Hattest du die echt in drei verschiedenen Boxen drin? Das sind diese Dinger, so diese Massageteile fürs Gesicht. Ich tue die mal, wie gesagt, wenn ich was verkaufe. Hammer, wie oft ich das Teil schon zugeschickt bekommen habe. Das ist nicht normal. Heilerde Körperlotion. Für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. Kann ich bestimmt gut gebrauchen. Ja, die werde ich benutzen. Dann, ach, das ist, glaube ich, dieses Augenroll-on-Ding. Das habe ich auch schon bekommen. Moment, ich mache mal auf. Ja, es ist dieses Augenroller-Ding. Werde ich weitergeben. Und die Boxenfirmen, die sollten bitte andere Teile für euch da reintun, oder? Ich bin so froh, dass ich da diesbezüglich keine Boxen abonniert habe, weil ich auf so einen Kram tatsächlich verzichten kann. Um Gottes Willen, ich bin dankbar, dass man mir sowas zuschickt, ne? Also nicht sowas, generell. Aber ich finde, so für euch, weil ihr könnt es ja auch nicht gebrauchen, ne? Also könnte man sich echt sparen, sowas. Dann habe ich hier zweimal Physicians Formula Paletten und die sehen so niedlich aus, aber die eine habe ich schon, die andere noch nicht. Ich zeige euch erstmal die ich schon habe. Das ist diese hier. Ich finde die so niedlich. Ja, einmal die. Wie gesagt, habe ich, die gebe ich weiter und die hier kenne ich aber noch nicht. Das ist die Nude und die sehen ja immer sehr, sehr niedlich aus, ne? Ja, das ist diese hier. Sehr süß. Die tue ich hier, die behalte ich erstmal. Dann haben wir hier von Sleek etwas. Sleek Make-up Highlighter Palette, okay. Ich kenne die nur in dieser Art und Weise. Aber hier ist eine silberne. Und die heißt Destroyed Dreams. Okay, ich gucke. Ich gucke. Okay, ja. Die habe ich mal verlost, ohne dass ich die überhaupt aufgemacht habe. Weil das diese holographischen Geschichten sind, die ich ja nicht so mag, werde ich auch weitergeben. Weil der Nagellack, der sieht echt geil aus. So, jetzt haben wir hier nochmal ein paar Proben- und Gesichtsmaskengeschichten. Und dann kommen wir schon zur vierten und letzten Box. Da haben wir einmal von Luvos die Clean Peel Maske. Die Luxus Maske von Schäbens. Dann so ein bisschen was Haarshampoo-mäßiges. Nochmal Haarshampoo. Und das ist Hair Therapy, das ist ein Conditioner von BC. Scheint auch relativ viel drin zu sein. Von Douglas, Ultimate Shine, verwöhnt das Haar. Von Kneipp, was bist denn du? Wärmebalsam mit Annika, die kann ich übrigens sehr empfehlen, die Creme. Da ist so eine Probe drin. Und von Kneipp für streichelzarte Haut, Gesichtspflege mit Mandelblüten. Ich liebe übrigens das Duschgel davon. Leer. Und kommen wir zur vierten. Also danke schon mal so zwischendurch, Ivi. Ne? Also super cool. Hier haben wir die vierte und letzte. Da haben wir hier von Avon. Eyeshadow Quatsch haben wir hier. Farben gefallen mir aber. Außer das Rosa, das ist jetzt nicht so meine Farbwelt. Ne? Wartet mal, ich mache mal eben hier in der Mitte. Also generell sind die schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt hier mit dem blöden Licht. Ja, nee, komm, die tue ich weiter. Dann von
auch von Avon. Savannah Look. Das ist so eine kleine Palette, die sieht aber auch sehr niedlich aus. Ne? Das sind so eher meine Farben. Auch wenn die sehr klein sind, ne, die Fännchen. Aber die ist auf jeden Fall auch schon mal besser pigmentiert tatsächlich. Und, ne, so ein bisschen, da seht ihr das. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Mhm. Ein Kamm aus Holz. Holzkämme sind gut übrigens für Locken. Behalte ich. Was ist das denn? Face and Body Mist mit Cucumber. Von Mine, The Body Skin. Probieren wir doch mal aus. Ich habe zwar schon Setting Spray drauf, aber das macht ja nichts. Oh, noch neu übrigens. Ich konnte jetzt gerade drücken und es ist nichts gekommen. Doch, Duft ist okay. Haut mich jetzt aber nicht vom Hocker, aber... Ach, das ist ein... Oh, das ist ein Body Tan Mist. Jetzt duftmäßig. Das war natürlich jetzt kontraproduktiv, das über Make-up zu sprühen, ne? Scheiße. Ich gehe mal kurz mit dem Beauty Blender drüber. Ich hätte vielleicht mal lesen können, das war wieder typisch Jenny. Naja, okay. Werde ich jetzt nicht von sterben. So, dann haben wir hier. Ach, dieses so ein Kosmetiktäschchen. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Das glaube ich. Boah. Boah, das stinkt. Das riecht schon sehr nach Selbstbräuner. Ja. So, dann Shave Safe Shaving Gel. Kann ich benutzen, werde ich benutzen. Ist aber allerdings noch zu. Jetzt brauche ich mal ganz eben mein Setting Spray für schönen Duft. Das werde ich weitergeben. Ich habe letztens ganz viele Body Lotions von mir selber auch aussortiert. Und nee. Vor allem Nivea ist auch nicht so mein Liebling, auch wenn das viele andere mögen, aber das gebe ich weiter. Das hier mag ich, Akai Yuzu, das ist halt ein Duschschaum, den hatte ich auch schon mal und ich fand den gut und den werde ich gerne nochmal verwenden. Kommen wir zum, die zwei letzten Produkte. Da haben wir einmal von Asam eine Probe Körpercreme. Und was bist du hier? Das ist von der My Little Box. Ist das irgendein leichter Gegenstand? Deine Sonnenbrille für Inkognito-Momente. Okay. Das ist doch cool. Ich liebe Sonnenbrillen. Und es gibt schlimmere, oder? Dankeschön, wie cool. Ja. Dankeschön, Mensch. Sehr cool. Ich freue mich. Ich kann damit mit einigen was anfangen, ne? Und ein bisschen was geht weiter. Freue ich mich. Und ich habe die Boxen. Danke. Ja. Und ich zeige euch jetzt noch. Also, Dankeschön, Ivi. Ne? Also wirklich, du weißt, ich freue mich da immer tierisch drüber und so. Ne? Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber super lieb. Dankeschön. Ja. Und jetzt zeige ich euch noch Kleinigkeit, was ich von der lieben Jacqueline bekommen habe. Da ist nämlich auch eine kleine Glossy-Box gekommen. Und ja, sie weiß halt, dass in meinem Bauch was heranwächst, wie ich euch im letzten Video erzählt habe, was ja aber, das dauert ja, bis es noch online ist und so weiter, ne? Ja, und dann hat sie mir so ein kleines Notfallpaket, so ein Care-Paket geschickt, super niedlich. Und ja, das eine habe ich schon gegessen, das war ein Mamas Baby Dream für Schwangere und Stillende, ein Superfood-Riegel. Könnte ich mich jetzt nicht drin reinlegen, muss ich sagen. Aber es war in Ordnung. Ja, und seitdem ich schwanger bin, kann ich auch futtern wie ein Scheunendrescher. Ja, und hier, ich hatte sie drauf geschrieben, bei mir kam sie leider nie zum Einsatz, da ich sie immer vergessen habe. Vielleicht schaffst du es ja. So, und ich habe mir das schon angeguckt. Das sind so, ja, so Meilensteine, die man halt machen kann. Ne, das sind so Karten jeweils. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht, was man damit machen kann. Also, verschenkt man die? Hängt man sich die auf? Ich habe keine Ahnung. Steht da hinten vielleicht drauf? Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Du hältst gerade dein persönliches Meilenstein-Set in den Händen. Mit diesen 40 einzigartigen Meilensteinkarten kannst du jeden besonderen Moment
dieser wundervollen und aufregenden Zeit für immer festhalten und wertvolle Erinnerungen schaffen. Viel Freude dabei. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wohin ich diese Karten tun soll. Außer von ein paar. Also, ich sag mal, hier, du bist jetzt kein Geheimnis mehr. Wir bekommen ein Baby. 8. Woche, ja gut, da bin ich ja schon drüber. Dann hier, das hätte ich vielleicht Guido schenken können. Du wirst Papa. Oh, das wusste er. Er war ja beim Schwangerschaftstest dabei, ne? Dein erstes Ultraschallbild. In der heute, ach genau, das passt zum Beispiel. Ich bin nämlich heute in der 12. Woche. Ne? Dann, du bist ein Junge oder aber du bist ein Mädchen. Das wissen wir ja nicht. Monatswechsel. Ich nochmal Monatswechsel. Also hier sind so ein paar Sachen drin. Aber ich wüsste jetzt nicht, wohin damit. Klebt man sich hier auf die Wand? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Geht man die weiter? Oder macht man sich ein Album daraus? Ich weiß es nicht. So. Dann hat sie mir Stilleinlagen. Ja, ich möchte es versuchen, ne, zu stillen. Ich habe dann Futter immer bei mir. Gucken wir mal, ob das auch klappt. Und da habe ich hier so Stilleinlagen bekommen von der ja, Jacqueline. Und ein Baby Dream Schnuller habe ich schon bekommen. Und auch das passende Aufbewahrungsdöschen, wenn das mal aus dem Kinderwagen oder so rausfällt. Kann man immer gebrauchen, ne? Ja. Dann Pflegeöl von HIP, riecht auch sehr schön nach Baby. Dann Gesichtspflege mit Calendula von Bübchen. Ist allerdings noch zu, kann ich jetzt nicht dran riechen. Und dann halt so 99,9% Wasser und ein Tropfen Frucht, genau. Fruchtextrakt, das sind so, die man dann halt in die Wickeltasche zum Beispiel reinlegen kann. Das sind so feuchte Allzwecktücher, kann man alles mit abwischen, gehe ich mal von aus. Und dann haben wir hier noch eine Tuchmaske. Glättet sofort feine Linien von Isana. Ja, die tue ich mir jetzt in meine hier unten, da habe ich nämlich meine Tuchmaske. Da war noch was, genau hier. Und dann hat sie mir noch voll lieb, ja, von Yankee Candle so eine kleine Mini-Kerze mit reingelegt. Voll süß. White Linen and Lace. Und der ist wirklich toll. Hat ein bisschen was von Babypuder mit Wäsche, der Duft. Ja, mag ich. Hier hinten brennt auch übrigens eine kleine, wenn ihr das seht, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, weil die ist ausgeduftet unter meinem Beacon. Und dann stelle ich mir die einfach im Hintergrund zum, ja, Kerzen, ihr wisst schon, ein bisschen kann man ja Kerzen haben, ne? Ja, also das habe ich von der lieben Jackie bekommen. Also als kleines, ja, Überraschungs herzlich willkommen in der Mitschwangerschaft. Sie ist ja auch schwanger, vor allen Dingen das, und sie entbindet ja auch fast schon, ne? Sie ist ja quasi auf dem Weg dahin. Und das finde ich auch irgendwie, unser Schicksal war ja tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Sie hat eine Umschulung angefangen. Hat danach einen Job gefunden, ist kurz danach schwanger geworden. Auch ungewollt, weil, so wie ich weiß, ist das halt, haben die probiert und es hat nicht geklappt. Bei uns haben wir ja nicht probiert, aber es hat trotzdem geklappt. So. Meine Lampe macht sich gerade die ganze Zeit selbstständig. Jetzt aber. Bin ich doof? Naja, ich lasse es jetzt so. Ja, und bei mir ist es ja ähnlich abgelaufen. Umschulung, Job gefunden, weg. Naja, okay. Ich stelle mir meine Glossy-Boxen, meine leeren, stelle ich mir jetzt hier hin und erfreue mich daran, beziehungsweise Look Fantastic Box. Und ich warte jetzt nämlich auf das Paket von. Das Trash-Wander-Paket, dieses riesengroße XXL-Gedönse. Ich habe den Kampf gewonnen mit meiner Lampe. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und danke, dass ihr mit dabei wart. Und vielen Dank an Yvonne und auch natürlich auch an Jessie, Jacqueline für die beiden Pakete. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut. Bis bald. Ciao.